Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Disneys Ein Königreich für ein Lama. Ich habe jetzt gerade das Spiel geladen und ich habe gesehen, wir können die Level, die einzelnen Level nochmal betreten, was ganz nett ist. Nur da steht, wenn du dieses Level noch einmal spielst, verlierst du alle Bonusleben. Das ist nicht so schön. Aber wir haben ja bisher alles bekommen, so wie das aussieht. Deswegen müssen wir ja jetzt noch nicht nochmal ein Level wiederholen. Und wir machen einfach mal weiter mit dem Dorf Kapitel 4 und es gibt wieder 55 Münzchen. Warum höre ich keine Musik? Das finde ich nicht so toll. Ach, guck mal. Direkt schon ein Geheimnis. Geheimnis. Oh. Haben wir alles? Ach, da. Haben wir doch alles gekriegt. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. So. Und anscheinend wartet das Spiel dann auch so lange. Huh? Cusco, was machst du denn hier? Ich habe dir doch gesagt, du sollst an meiner Hütte warten. Von wegen. Ich bin der König und ich gehe überall hin, wo ich will. Ich meine es ernst. Bleib hier im Dorf. Der Dschungel ist viel zu gefährlich. Da gibt es Skorpione, Jaguare und Spinnen. Das ist genau das, was ich von einem großen, dicken Bauern wie dir erwartet habe. Hör zu, warte einfach hier. Wenn du versuchst, mir zu folgen, gibt es nur Ärger. Oh nein. Wie auch immer, Dickerchen. Hä? Hör auf, mir zu folgen. Bleib schön hier, sonst kracht's. Sonst kracht's. Wenn du aus dem Dorf herauskommen möchtest, musst du versuchen, meinem Papa zu folgen. Okay, ich höre. Was muss ich tun? Bleib immer in seiner Nähe, aber achte darauf, dass er dich nicht sieht. Wenn er dich entdeckt, landest du in einem Lama-Gehege. Oh nein. Jetzt pass mal auf. Wenn ich mich hier durchschleiche, bin ich so gut wie unsichtbar. Hä? Das ist genauso wie Agent 0 von Spyro. Hä? Ich muss jetzt erstmal hier alles einsammeln, mein Lieber. Ich weiß gar nicht, wo er hin ist. Hä? Ach, da steht er. Was war das? Ich hab da was gesehen. Ah ne, das sah so aus, als ob da eine Höhle wäre. Hä? 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 Das ist so dumm. Hä? Ist das hier ein Checkpoint? Ich bin gerade sehr leise, merke ich. Hä? Geh mal weg da! Mann. Hä? Geh weg, du Scheißvieh.
Hä? Hä? Da bist du. Wo ist er denn hin? Ist weg. Ah, ich glaube, die Goldmütze hat gar nichts. Hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun. Also mit alles holen. Nee, hä? Ah, ich mag die Musik. Ist gut. So. Da ist unser Vampi. Weil wir haben hier, glaube ich, jetzt alles. Weiter geht's. Gerade noch schnell was getrunken. Tja, dann kommen wir jetzt weiter, ne? Ist wieder sehr... Was ist das, ein Boss? Cusco. Mal sehen, ob du mit meinem Bombenzaubertrank fertig wirst. Ach nein, der wird dich nicht in eine Bombe verwandeln. Er wird dich umbringen und du wirst tot sein. Tot, tot, tot. Das steht nur zweimal tot. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Ist egal, mit welcher Farbe die trifft. Du willst dich Endgegner nennen, Is. Du taugst doch nichts. Tschüssi. Oh. Diesmal haben wir nicht alle Münzen. Weiß nicht, was da gefehlt hat. Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich euch jetzt nicht nochmal das Level komplett zeigen werde, sondern dass ich dann nach der Aufnahme nochmal in das Level reingehe und gucke, wo mir da was fehlt. Ja, ja, ja. Lecker, lecker, lecker. Ja, da fehlen uns Münzen. Gut, dann machen wir hier Dschungelnacht Kapitel 1. Da habe ich, glaube ich, schlechte Erinnerungen. Mein Gesicht! Oh, das war nicht nur unheimlich, das war grotesk. Was willst du denn? Gürtel bitte? Was? Für mich? Echt? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hau ab, du nervst! Ich finde die Ausschnitte lustig. Dschungelnacht, Kapitel 1. 35 Münzen. Ja, und da sind die Spinnennetze, an die ich mich noch erinnern konnte, irgendwie. Was will das Eichhörnchen von uns? Naja. Okay. Musik ist auch sehr gut.
Vor allem auch dieses Regengeräusch, ne? Ich stehe voll auf Regen. Oh nein. Hilfe! Hilfe! Wer ist das? Ich kann nicht sehen. Es wird alles so dunkel. Hätte sich verbrannt. Oh, dieser Schmerz. Wie geht's? Rechte mich, mein Freund. Eine Spinne kannst du töten, indem du Rolle oder Power drückst. Die Spinne dreht sich dann auf den Rücken und du kannst mit einer Sprungattacke auf ihren Bauch springen. Okay. Oh, Meier, das war nicht nur unheimlich, das war grotesk. Ja! Aber das krieg ich nicht kaputt hier. Okay. Abwarten. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es hier so mehrere verzweigte Kackwege gibt. Ja. Spinne. Guck mal erstmal, was ist das denn? Nimm das! Boom, Baby! Okay. Und damit kriegen wir, schätze ich mal, die Dinger kaputt. Das ist aber... Wir laufen erstmal hier vorne hin zurück und gucken, ob wir damit das kaputt kriegen. Da ist zwar nichts hinter, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, warum die dann sonst einen Raum dahinter noch machen sollten. So, kommen wir. Bahn frei, Lama kommt. Okay, wir müssen drauf stehen bleiben. Das ist natürlich schade. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so reinkommen. Nee, auf keinen Fall. Okay, wir müssen irgendwas da drauflegen oder so. Erstmal. Boom, Baby! Boom, Baby! Willst du mal bitte die Spinne kaputt machen? Dankeschön. Können wir das jetzt hier kaputt machen? Nee. Da ist auf jeden Fall ein Stein, den wir brauchen, aber ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Nimm das! Das müssen wir noch ein bisschen lernen hier. Ich hab mich gerade vollgesabbert beim Haja sagen. Gott. Wir haben meine Speicheldrüsen doch etwas überreagiert gerade. Vor allem, weil die Spinnen ja so lecker aussehen, ne? Hier können wir unsere Energie noch auffüllen. Ich mag auch das Geräusch, womit... Ich mag irgendwie alle Geräusche in dem Spiel. Die Musik ist toll. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier. Ah. Ich glaube, wir können die gar nicht kaputt machen, oder? Wie ging das? So. Nee. Musik ist toll. Die habe ich jetzt schon dreimal gesagt oder so, aber die klingt halt echt gut, ne? Eichhörnchen. Was ist das hier? Einfach nur so ein Stück. Schmeißt das nach mir? Du warst ja
Amore? Ja, na, Junge, guck.